Hi Handwerker, willkommen in der Tool Group. Heute zeigen wir euch, wie man Blech richtig biegt und auf was man dabei achten sollte. Denn es kommt nicht nur auf die Biegeform an, sondern auch auf ein paar andere Faktoren, wie zum Beispiel die richtige Technik, die Metallart, den Einsatzbereich und natürlich auch auf das passende Werkzeug, das Tool also. Jetzt wünsche ich euch mal ganz viel Spaß mit dem Martin. Lasst euch überraschen, was er für Tipps für euch bereithält. Ja, danke Volker und herzlich willkommen auch von mir in diesem Video. Es soll heute um das Thema Blechbiegen gehen und ich denke, da habe ich ja auch ein bisschen was zu erzählen als Blechbearbeitungsprofi in dieser Runde in der Tool Group. Es geht hauptsächlich um das Thema Blechebiegen von Hand. Ich habe hier ein paar Tools vorbereitet, mit denen man Bleche biegen kann, wie man es vielleicht auch nicht machen sollte, und ich würde auch sagen, wir steigen da gleich ein. Let's go! Bei der Verarbeitung von Blechen, da empfehle ich dir auf jeden Fall ein paar Handschuhe zu tragen, zumindest solche Arbeitshandschuhe oder auch Schnittschutzhandschuhe, um deine Finger vor unschönen Schnittverletzungen zu schützen. Ja, auch wenn du es vielleicht gar nicht siehst auf den ersten Blick, kann es beim Schneiden immer so einen ganz leichten Grat geben an den Schnittkanten. Und da kann man sich ganz ordentlich mal die Finger aufreißen. Das geht wirklich ganz schnell, denn diese Schnittkanten, die sind wirklich bei einem dünnen Blech, wie hier jetzt mit 0,7 mm, sind die wirklich messerscharf. Ja, wenn man jetzt ganz neu an die Blechbearbeitung geht, dann ist es eigentlich naheliegend, dass man dann vielleicht auf die Idee kommt, so ein Blech mal in der Art abzukanten. Geht wirklich sehr schnell, aber das Ergebnis ist nicht das Allerschönste. Wenn man jetzt nichts Besseres zu Hause hat, dann kann man natürlich auch hergehen und so ein Blech mit so einer Rohrzange hier aufkanten. Das Ergebnis ist jetzt nicht wirklich das Beste. Man hat hier wirklich viele Knicke und Spuren, Bearbeitungsspuren im Blech drin. Und ich glaube, ja, das bekommen wir besser hin, oder? Wenn man jetzt auf der Baustelle oder wo auch immer mehr Bleche bearbeiten möchte von Hand, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, in solch eine Falzzange zu investieren. Die gibt es in einer geraden Ausführung hier, mit so einem breiten Maul praktisch und auch 45 Grad gebogen oder abgewinkelt. Auch in einer 90-Grad-Variante, 90 Grad gebogen oder abgewinkelt. Und die Zangen, die unterscheiden sich eigentlich nur in der Bauform, je nach Anwendungsgebiet. Wenn man jetzt eher eine Flachzange gewohnt ist oder mit geraden Zangen gewohnt ist zu arbeiten, dann ist man mit dieser geraden Falzzange am besten bedient. Ich verwende immer am liebsten auf der Baustelle diese 45 Grad gebogene Falzzange, die ist bei mir immer mit dabei in der Werkzeugkiste, und die 90 Grad Zange habe ich auch eine mit auf der Baustelle immer mit dabei. Die nehme ich eigentlich lieber, um ja, Bleche mal aufzubiegen, oder die ist eher so fürs Gröbere und ja, habe ich eigentlich weniger in Benutzung. Genau, also es ist eine reine Gewohnheitssache, für was man die Zangen verwendet. Manchmal, je nachdem, sind die Zangen dann auch praktischer, je nach Anwendungsgebiet auf der Baustelle. Das sind aber so die Feinheiten, und die Standardzange finde ich jetzt eigentlich die abgewinkelte oder gebogene Falzzange hier mit 45 Grad, finde ich eigentlich am praktischsten. So, kleiner Tipp vorab, bevor man mit so einer Zange arbeitet und die hat man wirklich das erste Mal in der Benutzung, dann sollte man die erstmal ein bisschen bewegen und ein bisschen einölen. Das habe ich auch hier jetzt mal getan, um die Zange dann ein bisschen geläufiger und ein bisschen angenehmer von der Bearbeitung zu machen. Und auch hier vorne an den Ecken, da könnte man die Zange jetzt, um da keine Bearbeitungsspuren zu hinterlassen, erstmal so ein bisschen abfeilen und so ein bisschen abrunden, damit es da nicht so starke Knicke oder Beulen ins Blech reindrückt. Und dann hat man eigentlich gleich ein viel schöneres Ergebnis. Also hier ist es alles immer so ein bisschen scharfkantiger in den Ecken, wenn die so fabrikneu geliefert werden. Da bekommt man dann gleich viel bessere Ergebnisse, wenn man das so ein bisschen entgratet oder so ein bisschen
die scharfe Kantung hier wegnimmt, das kleine bisschen mit der Feile ein klein bisschen abrunden und dann bekommt man viel weichere Kanten hin. So, ich habe jetzt hier mal ein kleines Blech vorbereitet aus Titanzink. Wir verarbeiten ja so Feinbleche in der Dicke von 0,5 bis 0,7 mm. Also Titanzink ist so das Standardmaterial in 0,7 mm. Das ist wirklich sehr, sehr dünnes Material und die kommen ja hier in, ja, haben ja keine Eigenstabilität, solche Bleche, wenn sie dann von der Rolle oder von der Tafel kommen. Und deswegen macht man ja eigentlich dann auch Kanten dran. Und je nachdem, was für Profile man braucht, tut man das ganze Material so aussteifen, damit man dann die Bleche irgendwo verwenden kann und ja, die dementsprechend mehr ausgesteift werden durch die ganzen Kantungen. Jetzt habe ich hier mal 2 cm eingezeichnet und die will ich mal aufkanten. Und da gehe ich wie folgt vor. Ich greife hier immer nur mal so 2 cm ein und halte meine Zange fest gedrückt, drücke das Ganze zusammen und gebe hier immer ein klein wenig Druck von oben dann drauf und biege das Blech erstmal schrittweise so Stück für Stück ein klein wenig nach oben. Und da kann ich nur empfehlen, das Ganze nicht auf einmal aufzukanten, damit man da ein schöneres Ergebnis hinbekommt. Lieber so Schritt für Schritt vorgehen. Hier ordentlich zudrücken, die Zange, damit die sich schön spannt. Und dann immer so ein bisschen von Hand das Ganze nachbiegen und auch einen Druck nach unten ausüben, damit man dann eine schärfere Kante hinbekommt. Und schon haben wir das Ganze aufgekantet auf, ja, 90 Grad. Das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Hier haben wir 90 Grad das ganze Material aufgekantet. So leicht die Bearbeitungsspuren hat man immer von Hand. Das ist bei einer Handabkantung ganz normal. Und es gibt auch so eine leicht runde Kante. Auch das ist normal, ist ja schließlich irgendwo noch Handwerk oder auch Handarbeit. So, und jetzt haben wir hier noch eine Aufkantung mit 4 cm, die ich mal herstellen möchte. Also ich möchte mir jetzt hier so ein U-Profil bauen, das ich jetzt von der Stange oder aus dem Baumarkt so nicht kaufen kann. Und ich habe da hier jetzt was anzupassen auf der Baustelle oder wie auch immer und möchte mir jetzt mal so ein U-Profil herstellen. Das heißt, hier gehe ich auch wieder vor, dass ich so vor, dass ich dann hier da bis auf meinen angezeichneten Strich bei den 4 cm das Ganze hier so ein bisschen anknick. Also immer schön schrittweise davor gehen. Erstmal hier so ein paar Grad aufkanten und dann immer so ein bisschen versetzt. Schön langsam das ganze Blech aufbiegen und da immer in möglichst kleinen Schritten arbeiten. Man sieht auch ganz gut die Rückfederung vom Material. Also wir sprechen hier in der Fachsprache von einer Rückfederung. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt aufkante, dann biegt es sich immer ein bisschen zurück und federt immer ein bisschen zurück. Das heißt, wir haben hier keine 90-Grad-Kante am Schluss. Wenn wir das jetzt einmal 90 Grad aufbiegen, sondern es federt immer ein bisschen zurück und deshalb müssen wir das Material ein bisschen überbiegen, dass wir da zum einen eine scharfe Kante hinbekommen unten und zum anderen das Material nicht so stark zurückfedert und ja, man kann es dann wieder am Schluss ein bisschen zurückbiegen und hat dann auch schon ganz schnell ein, ja, schönes U-Profil hergestellt, das ist so von der Stange oder aus dem Baumarkt nicht zu kaufen bekommt, hat so eigentlich ein ganz nettes Ergebnis. Ein paar Bearbeitungsspuren haben wir. Das habe ich ja gesagt hier, wenn man die Zange so ein bisschen einarbeitet und ein bisschen entgratet, dann bekommt man auch die weg, die Bearbeitungsspuren. Aber so haben wir schon mal ein ganz gutes Ergebnis. Vor allem hat man das Profil jetzt hier extrem ausgesteift. Das bekommt man jetzt nicht mehr so schnell verbogen. Und das wollen wir ja schließlich erreichen mit Kantungen oder Biegekanten, damit man so ein Blech einfach ein Stück weit ausgesteift bekommt und dann in Kanten eine Kante hergestellt hat, ja, die man dann schön als Abschluss verwenden kann. Oder hat jetzt irgendwo ein Profil hergestellt, um das jetzt irgendwo als Abdeckung zu nehmen oder wie auch immer. Da gibt es 1000 verschiedene Anwendungsbereiche, wie man jetzt so ein Blech formen kann und anpassen kann auf einer Baustelle, um Dinge zu schützen oder um irgendwelche steife Kantungen herzustellen, Fensterbänke herzustellen
Kantprofile und das kann man alles schön von Hand auch herstellen. Man braucht halt dementsprechend ein bisschen Geduld und muss sich da ein bisschen vortasten, damit man dann ja, so ein wunderschönes U-Profil herstellt. Ja, für die Einsteiger und die Blechbearbeitung habe ich jetzt hier vielleicht auch noch mal einen Tipp, wo man vielleicht auch ja, das Ganze erstmal so ein bisschen ausprobieren kann. Auch vor allem, wenn man jetzt noch nicht so viel Kraft in den Unterärmen hat, dann kann man jetzt auch mal in so eine ja, Grippzange, in so eine Schweißergrippzange investieren, um das Ganze mal vorerst mal zu testen. Die gibt es hier in so einer geraden Ausführung, also nicht abgewinkelt, in so einer Breitmalausführung. Das sind eigentlich eher Zangen, die man verwendet, um Bleche zu heften, damit man die dann verschweißen kann. Aber wir wollen damit jetzt mal ein Blech biegen. Den großen Vorteil, man kann jetzt hier hinten mit so einer Feststellschraube die Zange arretieren und auch feststellen, damit die nicht mehr aufgeht, also ähnlich wie so eine Schraubzwinge. Und das funktioniert ganz gut. Man kann nämlich hier dann Bleche auch damit abkanten, das wollen wir jetzt mal tun. Und hat dann den Vorteil, wenn man das Ganze anklemmt, dann hält die Zange schon mal von alleine. Und man kann dann eigentlich sich aufs Biegen konzentrieren und muss das Ganze nicht ständig zudrücken. Hat den Nachteil, dass man die Zange dann immer wieder, ich mache das hier immer mit einem kleinen Finger hier hinten an der Rückseite, dass man die Zange dann immer wieder öffnet und dann weiterschiebt. Aber das funktioniert genauso. Ist ein bisschen kompliziert, aber für Anfänger, die da jetzt noch nicht so viel Kraft in den Händen oder in den Unterarmen haben, funktioniert es dann genauso. Am Schluss muss man dann noch ein bisschen umgreifen. So, und auch hier haben wir ein ganz gutes Ergebnis. Man hat eine ja, schöne scharfe Kante eigentlich, die sich mit so einer Handkantung herstellen kann. Und schon kann man da auch ein schönes Profil herstellen. Kleinen Winkel, U-Profil, Z-Profil, was auch immer. Und ja, so eine Zange kostet nur ein paar Euro, kann man sich schon mal zulegen. So, also ich hoffe mal, da waren schon ein paar Tipps dabei zum Thema Blechbiegen von Hand, um den verschiedenen Materialien oder Blechsorten, Blecharten, sei mal gesagt von 0,5 bis 1 mm, da kann man die Bleche noch ganz gut von Hand formen und verarbeiten. Das sind Blechabkantungen von Hand eigentlich machbar. Alles, was drüber rausgeht, dann von 1 mm aufwärts, lässt sich nur sehr schwer von Hand bearbeiten. Da braucht man dann schon ordentlich Kraft in den Unterarmen und in der Hand. Ja, man kann dann natürlich sich schon so das eine oder andere antrainieren, aber im Grunde sollte man das schon darauf achten, bevor man da mit der Arbeit loslegt, was man denn eigentlich von Hand kanten möchte. Wenn man die Möglichkeit hat, sowas möglichst dann vorher mal ausprobieren oder auch ja, einfach so ein bisschen mit ein paar Blechresten, die man dann beim örtlichen Dachdecker oder Spengler bekommt, einfach erstmal ein bisschen ausprobieren und sich da vielleicht nicht gleich fürs erstnächste Projekt dann einen Haufen Blech dann auf Lager legen oder kaufen. Das ist eigentlich ganz sinnvoll. Genau, die verschiedenen Bleche wie Zink, Stahl oder Edelstahl und auch Aluminium, die lassen sich in der Regel alle in der Blechdicke von 0,5 bis 1 mm eigentlich ähnlich verarbeiten. Bei Edelstahl gibt es dann immer noch so das Thema, dass das eigentlich eher schneller knickt. Da muss man noch mal ein kleines bisschen vorsichtiger sein. Lässt sich ein bisschen zäher verarbeiten. Aluminium oder Titanzink oder auch Kupfer, die sind da ein bisschen dankbarer, ein bisschen einfacher zum Bearbeiten. Aber das merkt man ganz schnell, wenn man da die ersten Erfahrungen gesammelt hat. Ich hoffe mal, da waren ein paar wertvolle Tipps und Tricks dabei. Und ich sage mal, Wiedersehen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ich gebe zurück zu Volker. Vielen, vielen Dank, Martin. Toll gemacht. Ja, ich hoffe, für euch war es ebenso aufschlussreich und ich freue mich, in den Kommentaren von euch zu lesen. Abonniert auch gerne unseren Kanal, damit ihr auch in Zukunft kein Video verpasst. Lasst es euch weiterhin gut gehen und join the group.